speaking, and I'm sitting here with Karen Dahl, the mother of the missing boy, Philip Dahl Eriksson. Tell me about, what was his name again? Old Nick? Do you mean Old Eric? Right. Old Eric. Sorry. I always thought he was this urban legend. You know, go to bed or Old Eric will come and take you. That is, until I saw him with Philip, before he took him from me. Just for the record, you saw Old Eric kidnap your son? Yes. Since there weren't any other light sources on the island, my eyes adjusted to the dark quite quickly. On the other hand, I could only spot the reflectors with a flashlight. Ja, und damit, Freunde, willkommen zu einem ganz kleinen Horrorprojekt. Es ist eine kleine Preview, ein Prototyp von einem Spiel, das momentan noch nicht entwickelt wird, das man gerne entwickeln würde oder fertig entwickeln würde. Und zwar ist es ein Projekt auf Kickstarter. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann gerne bei Kickstarter vielleicht mal ein paar Euro spenden oder das Ganze irgendwie vielleicht irgendwie weitergeben, weitersagen, damit das Ganze ein bisschen publik wird. Ich habe den Titel noch nicht gespielt, aber den Trailer schon gesehen. Dann habe ich die Entwickler angeschrieben, ob ich denn diese Preview mal spielen kann. Und die haben mir umgehend geantwortet. Sehr cool, die heißen Antagonist, also Antagonisten. Also das Gegenteil vom Protagonisten, beziehungsweise der Gegenspieler vom Protagonisten. Und das Ganze nennt sich Through the Woods. Also durch die Wälder. Und ihr habt es eben im Intro schon gehört, wir spielen eine junge Mutter, deren Sohn von Old Eric, einer Sagengestalt, ja, entführt worden ist. Und wir sind jetzt hier im Wald unterwegs. Ich mach mal die Taschenlampe an und ich fand einfach, der Titel sah sehr interessant aus im Trailer und so sieht er auch sehr interessant aus. Und ganz kurz im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich jetzt, na, es kann sein, dass es ein bisschen spiegelt, weil ich war zu faul, meine Green Wall aufzubauen. Ja, ich muss es zugeben, aber nicht, dass ihr euch stört, dass da jetzt irgendwie der Spiegel reflektiert oder so. Es steht keiner hinter mir, ich bin komplett alleine und es ist komplett dunkel. Wir haben gerade Mitternacht erfolgreich überstanden und mal gucken, wir werfen uns mal in das Spiel. So, was kann man hier machen? Also Licht kann man ausmachen und wieder anmachen und ja, wir folgen irgendwie diesen Reflexionen. Ah, okay, der Junge hat die gesammelt irgendwie, diese Reflektoren. Die kennt ihr vielleicht noch. Die befindet sich ja auch zum Beispiel am Fahrrad, damit man halt als Autofahrer dann so einen Fahrradfahrer besser sieht. Und ich weiß nicht genau, wo wir uns hier befinden. Es sieht auf jeden Fall sehr unheimlich und auch ein bisschen dunkel aus. Es sieht ein bisschen aus wie die dunklere Form von Among the Sleep. Okay, dann lassen wir die einfach da. Aber das ist ja schon mal cool gemacht. Die reflektieren dann halt so. Wie der Name halt sagt, Reflektor. Ja. Ja. Dann suchen wir mal. Okay, da hinten ist der zweite. Ah, okay. Das ist quasi wie die Brotspur aus Brotkrummen von Hänsel und Gretel. Und vielleicht kann man irgendwie. Ja, ich würde gerne hier euch die Mutter mal zeigen. Sie hat halt so eine weiße Mütze an. Old Eric. Da bin ich aber gespannt, was uns noch so erwarten wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe eben nur wirklich den Anfang gespielt, also eben eigentlich nur die Taschenlampe angemacht und dann gedacht, okay, dann nehme ich das mal wie gewohnt total blind auf und ja, bin wirklich gespannt, was uns hier so erwarten wird, ob das Spiel cool ist und wenn es cool ist, sollte das Spiel natürlich dann auch irgendwie in die Tat umgesetzt werden, aber sage ich am Ende nochmal was zu. Ui, bin ich jetzt eigentlich dem zweiten dem Reflektor hinterher. Ist da oben Reflektor? Nee, ne? Ich glaube, ich bin schon falsch gelaufen. Ah, wir können sogar laufen. Boah, ich will mich gar nicht umdrehen. Alter, die Range von der Taschenlampe ist nicht unbedingt groß. Da, da, da. Ich habe keine Angst. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe. Da ist der zweite Reflektor. Wir gehen jetzt wieder etwas langsamer und ich drehe mich auch nicht so schnell um. Ansonsten kriegen du und ich wahrscheinlich ein Herzkasper. Ein Herzkasperl. Boah, Mann. Also es spielt sich wirklich anders als andere Spiele und es erinnert ein bisschen an Among the Sleep. The Sleep. Ich sollte auch ins Bett gehen, aber ich dachte mir, bevor ich ins Bett gehe,
nehme ich denn das Spiel hier noch auf? It's hard to put into words, really. It wasn't just the forest, but the darkness on the island itself. It felt thicker, almost alive. I was a threat to it, and I didn't belong there. Okay, also wir befinden uns auf einer Insel und der Wald, der fühlt sich irgendwie seltsam an. Er wird irgendwie immer dichter und er fühlt sich auch irgendwie lebendig an. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, man sieht meinen Mund gar nicht so richtig, weil das Mikro so hoch ist, beziehungsweise der Popschutz, tut mir leid. Und hier eine Steintreppe. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal zur Hintergrundgeschichte. Also mehr gibt es da nicht. Wir suchen halt unseren Sohn als liebende, fürsorgliche Mutter. Und nein, meine Nase juckt, das ist kein gutes Zeichen. Die Kenner die ganzen Horrorspiele wissen das. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Was ist das denn für ein Stein? Das ist doch kein normaler Stein. Leute, egal. Nur die Ruhe bewahren, Patrick. Das ist alles in Ordnung. Wir gehen einfach den rechten Weg entlang. Wir bleiben auf dem rechten Weg, auf dem rechten Pfad, auf dem Pfad der Tugenden. Der Tugend. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Wir gehen einfach weiter. Und laufen mal ein bisschen, damit auch mal die müden Glieder hier ein bisschen in Wallung kommen und so, ne, damit das Blut zirkuliert und so weiter und so fort. Ich rede einfach Mist, weil ich gerade ein bisschen Angst habe. Kennt ihr das, wenn man so alleine in seiner Wohnung sitzt? Keiner ist da. Ich bin das ganze Wochenende alleine, kein Mensch ist da, alle sind weg. Und was macht Patrick natürlich? Natürlich ein Horrorspiel aufnehmen. Könnte man ja auch nicht irgendwie am helllichten Morgen machen. Am helllichten Tage, meine ich. Why is that? I've told you everything that's worth mentioning about him. He just calls to check up on us every now and then, whenever he's sober enough. When did he last try to contact you? He actually stopped by for Christmas last year. He had a gift for my son, this bright orange bubble jacket. I thought it was hideous. About a week or so later, I bought my son this new, really cool winter coat. I thought he would love it. But he will not, for the love of God, stop wearing his stupid bubble jacket. Natürlich. Die Eltern leben wohl irgendwie in Trennung und der Vater hat dem Kind dann eine Jacke geschenkt. Die Mutter fand die Jacke schrecklich. Der Sohn fand die wohl ziemlich gut. Eine Woche später hat die Mutter ihm dann eine andere Jacke gekauft, eine andere Winterjacke. Die ihrer Meinung nach viel besser war und der Sohn hat aber die vom Vater angezogen. So viel ich das jetzt, oder so gut ich das jetzt mitbekommen habe. Ich muss mich hier so ein bisschen konzentrieren, damit ich nicht über eine Wurzel stolpere. Natürlich. Oh, da hinten ist wieder ein Reflektor. In der Ferne zu erkennen. Während ich meine Aufnahme überwache, ob denn auch alles aufnimmt. Das ist immer blöd, wenn man Horroraufnahmen, also Horrorspiele, Horrorprojekte ein zweites Mal aufnehmen muss. Weil man vergessen hat aufzunehmen, beziehungsweise weil irgendwas schief gegangen ist. Das ist nicht gut. Also ist überhaupt nicht gut. Auch die Taschenlampe, seht ihr, die kommt so langsam, die kommt immer so langsam hinterher erst. Das heißt, wenn wir uns so umdrehen, dann wissen wir gar nicht, was vor uns ist. Dann brauchen wir immer nochmal einen kurzen Augenblick, damit dann der Kegel der Taschenlampe auch hinterherkommt. Und vor uns baut sich gerade ein Berg massiv auf. Nein, es sind nur ein paar Steine. Klein Patrick ist nervös. Old Eric erwartet uns bestimmt hier tief in den Wäldern in The Woods. Er wird übrigens, glaube ich, nur eine Folge. Glaube ich, ungefähr. Also wir zocken das jetzt einfach mal. Und wenn es dann irgendwann rauskommt, werden wir uns das natürlich auch ganz genau vornehmen. Zur Brust nehmen. So, da ist wieder ein Reflektor. Ich höre da irgendwas. Aber finde ich auch cool, dass die Mutter sich einfach mal so mir nichts, dir nichts, alleine auf den Weg macht, ihren Sohn zu finden, hier im dunklen Wald. Man weiß ja nicht, was hier alles auf einen wartet und kleine Bärchen, Reflektoren. Ja, man weiß ja nicht, was hier auf einen wartet und so als Frau alleine durch den Wald zu gehen, ist jetzt nicht so gut. Wobei, als Mann alleine durch den Wald zu gehen, ist jetzt auch nicht viel besser. Also, Gleichberechtigung. Beide Geschlechter sollten nachts nicht alleine durch den Wald gehen. Vielleicht zusammen durch den Wald gehen, aber das ist eine andere Sache dann. Also, ich könnte laufen, aber ich will natürlich dieses Let's Play unglaublich in die Länge ziehen.
Nein, ich traue mich einfach nicht zu laufen, weil wenn ich langsam gehe, dann kann ich besser Since reagieren, these stones denke appear ich. so often on the island, I think they're a good reference point to go back to if I get something wrong in my story. Was? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, irgendwas mit den Steinen. Weil irgendwas hatte sich da hinten gerade wieder bewegt. Fuck, ey. Hört ihr das? Da hat gerade irgendwas gesummt. Jemand hat ein Lied gesummt. Es ist, als wenn eine Mutter ihrem Kind gerade ein Schlaflied vorsummt. Kommt mir auch bekannt vor von Among Us Sleep. Übrigens ein tolles Spiel. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Habe ich auch Let's Played. Gibt sogar ein DLC dazu. Ein Reflektor da vorne, eine Steinmauer. Irgendwas erwartet mich hier. Leute, das ist nicht gut. Warte, da wird doch mal rangezoomt, wenn man die Taschenlampe anmacht. Ich sehe hier überall Wölfe und so rumlaufen. Werwölfe. Alter, da hinten ist ein. Wo? Alter, Leute, ich habe gerade voll Schiss, ne? Ich hätte eine. Kennt einer Cabin in the Woods? Ja, da hinten ist eine Cabin in the Wood. Oh fuck. Oh fuck. Oh Mann, ich will da nicht reingehen. Ganz ehrlich, Leute, guck mal, das ist doch keine Hütte, wo man reingeht. Vor allem nicht als junge Dame. Wobei, wir haben schon eine Geburt hinter uns. Ja, wir sind mit allen Wassern gewaschen. Ah, das ist ja gut. Ist zu, kann ich leider nicht rein. Tut mir leid. Oh Mann. Ein alter Wagen. Da hinten ist noch ein Reflektor. Und eine weitere Hütte im Wald. Wunderbar. Super. Alter, voll zugewachsen. Da ist noch eine Hütte. Alter, das ist voll das Ferienlager hier. Aber ich wollte hier keine Ferien verbringen. Nicht unbedingt. Ah, ist auch zu. Das ist ja ein Mist. Mann, 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 ich wäre ja so gerne in diese dunkle, gefährlich aussehende Hütte hineingegangen. Ja, scheiße. Ich muss in die Hütte rein. Aber die hat wenigstens eine Wand weniger. Eine Fluchtmöglichkeit mehr. Oh, Alter, diese Schatten, ey. Die Schatten kommen näher, die Wände kommen näher. Alter, ich bin jetzt gleich so am Laufen, ey. Okay. Statusreport, wir leben noch. Da hinten sind noch mehr Hütten, ey. Die bauen hier echt ein ganzes Ferienlager auf. Aber wer will denn hier hin? Alter, hör auf zu atmen. Alte, meine ich. Hör bitte auf zu atmen. Oh, Leute. Weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ja, da hinten, ja, super. Da sind noch mehr Hütten. Wobei die Hütte sieht jetzt schon. Ist sie noch im Aufbau? Ist sie schon wieder im Abbau? Ist sie abgebrannt vielleicht sogar? Boah, Alter, ist das ein Tor hier? Kann man das irgendwie aufmachen? Oh Gott. Ist das eine Schaukel da hinten? Nee, ist keine Schaukel. Ich wollte gerade sagen, weil eine Schaukel ist kein gutes Zeichen in solchen Spielen. Die wackeln nämlich immer, die bewegen sich immer von alleine. Dann sitzen da irgendwelche Geistermädchen drauf und so ist nicht gut. Ach, das sieht aus wie so ein Grillplatz. Ja, gut. Was heißt gut? Also, wie gut ist hier überhaupt gar nichts. Wir versuchen mal hier reinzukommen. Ich glaube, wir kommen hier rein. Ah, sehr gut. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, aber ich glaube, wir sind noch auf dem Weg. Okay, da ist einer. Da sind wir. Ui! Jo! Ah, guck mal. Eine Wurzel, kein Geist. Alter, ich sehe echt Geister hier. Naja.
Das Wandern ist der Mutterlust. Die Mutter bekommt beim Wandern Lust. Ich weiß, ich singe immer das Gleiche, wenn ich Angst habe. Sollen wir da wirklich reingehen? Philipp? Ich werde die Tür geht jetzt von selber auf. Habe ich doch gesagt. Eine selbstöffnende Tür. Hallo? Ich bin Tine Wittler, ich will Ihnen das Haus einrichten. Alter. Ich höre etwas. Alter, ich höre was, was ich nicht hören will. Ja, ihr seht richtig, ich laufe ab jetzt nur noch. Alter, ich hab gerade so Schiss, ey. Ich hab gerade so voll Gänsehaut, kurze Hose an. Und ich spüre gerade so, ey, ich hab so Gänsehaut, ey, überall an den Beinen. Naja, meine Nase juckt die wenigstens nicht mehr. Ich könnte jetzt nach hinten gucken, ob ich verfolgt werde, aber dieser Baum, der sieht auch merkwürdig aus. Ey, das sieht alles hier, diese ganzen Wurzeln, das sind keine Wurzeln, das sind Arme, das sind Hände, alles Mögliche. Oh Mann. Ach, gut, da hinten geht's weiter. Gut, dass der Sohn wenigstens hier eine Spur hinterlassen hat. Ach, guck mal, Zombies gibt's hier auch. Alter. Das hört sich aber gerade wirklich nicht gut an. Wie wenn ich morgens aufstehe und Hunger habe. Verlaufen. Ich hab mich verlaufen, Leute! Ich hab mich verlaufen! Ich weiß nicht mehr, wo ich bin! Okay, da geht's auf jeden Fall lang. Wir werden verfolgt. Irgendwas ist hinter uns. Etwas. I know what it sounds like, but I'm not sure what else it could have been. Whatever it was, I escaped from it. I didn't really have a choice. I had to find another way out of the cave. Alter, ein Troll. Das war ein Troll. Leute, das war ein Troll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da jetzt noch nicht genau nachgeschaut, aber ich habe ja in letzter Zeit auch sehr viele norwegische und schwedische Filme und so geguckt. Und da kommen immer gerne Trolle drin vor. Und das war jetzt wohl auch ein Troll. Und der hat uns jetzt hier eingesperrt in dieser Höhle. Jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen. Und ja, deswegen denke ich, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so angesiedelt vom Setting her. Beziehungsweise, das ist ja so ein schwedischer oder so ein finnischer Entwickler ist. Sind hier von Mongs Sleep, glaube ich, auch. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass es ja rechts runter geht. Also irgendwo da hinten im Norden, denke ich jetzt mal. Weiß ich aber nicht, muss ich mal gucken. Ja, die Mutter hat ja jetzt schon einiges erlebt. Und gesehen haben wir noch nichts, aber das war jetzt schon ganz gut. Also ich habe die ganze Zeit gespürt, dass das bei mir im Rücken ist. What the hell? Ist das eine Puppe? Das ist eine unglaublich hässliche Puppe. Es tut mir leid, Puppe, aber du bist wirklich hässlich. Alter, was ist das für eine riesige Cave hier? Ein Fußball. Ein Fußball, der kaputt ist. Ja, immer diese Schilder. Ja, das sieht auch aus wie so ein Wikinger-Schild oder so. Also irgendwie im hohen Norden ist das Spiel, glaube ich, entwickelt worden. It was horrifying. Filled with toys and clothes left behind by children. Children taken away from their homes, away from their parents, by him. This was a tomb of their last memories. Ah, okay. Ja, ich habe das jetzt erst so richtig verstanden, glaube ich. Also ich glaube, wir werden gerade von einem Psychologen befragt und wir erinnern das uns nochmal halt zurück. Vielleicht ist das auch nur so eine, ja, so eine, vielleicht haben wir uns das Ganze nur eingebildet.
Aber wir erklären auf jeden Fall, wie wir das Ganze wohl so erlebt haben. Und in diese Höhle hat wohl dieser Old Eric dann die ganzen Kinder hingebracht, deswegen auch hier diese ganzen Spielsachen. Und es ist wahrscheinlich irgendwie ein nordischer Gott, ein nordischer Geist oder so, den man da aus der nordischen Mythologie kennt. Und deswegen auch hier zum Beispiel dieses Schild und so, irgendein Wikingergeist oder so, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist halt seine Höhle, wo er die ganzen Kinder dann versteckt. Ob die Mutter sich das jetzt wirklich nur einbildet und vielleicht irgendwie ein bisschen bekloppt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erzählt sie das Ganze nur. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Hier nochmal überall so Bettwäsche, Puppen, Spielsachen, alles mögliche, Schwerter, kleine Autos. Problem ist natürlich, dass wir dann irgendwann auch auf den Bewohner dieser schönen Höhle treffen werden. Hallo? Ich will doch nur spielen mit deinen Spielsachen. Ja, blöd ist, dass jetzt hier Ende ist. Oder kommt man da hoch? No, Oh, no, oh. no, 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 Ah, das ist eine Jacke. Found your son's jacket in there. Ja, wir haben die Jacke unseres Sohns Tell me, how gefunden. did that make you feel? Das hat sich nicht gut What I angefühlt. felt was fury. Oh Mann, Leute, jetzt I passiert became irgendwas. obsessed with hurting him. I wanted to tear him apart. I wanted to kill old Eric. Okay. Wird fortgesetzt. Ja, wie gesagt, das Ganze nur ein kleiner Prototyp, eine kleine Demo, die man halt spielen kann, um dann natürlich auf dieses Kickstarter-Projekt, auf das ganze Spiel Through the Woods oder Through the Woods, ich hasse es, diesen Namen auszusprechen, aufmerksam zu machen. Also, wenn euch das Ganze oder dieser Ansatz gefallen hat, dann gerne mal unterhalb des Videos auf den Link klicken. Da kommt ihr dann auf die Kickstarter-Seite von diesem Projekt und dann könnt ihr vielleicht ein paar Euro spenden. Dann bekommt ihr, je nachdem, wie viel ihr spendet, auch zum Beispiel diesen Prototypen oder noch ganz viele andere Sachen. Also, die haben sich da einiges ausgedacht. Und ja, ich glaube, Anfang 2016 soll der Titel dann erscheinen, wenn er denn dann erfolgreich finanziert wird. Und ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir brauchen mehr Horror-Games, vor allem mehr solche Indie-Horror-Games mit einer coolen Idee dahinter. Und ja, einfach mal ein kleines Projekt, so für zwischendurch. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten Daumen nach unten und vielleicht auch einen Kommentar. Und dann sieht man sich vielleicht, wenn das Ganze erfolgreich finanziert wird, Anfang 2016 wieder in diesem wunderschönen Spiel. Euch noch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen und bis zum nächsten Mal. Ciao!